Hallo, ich begrüße euch zu meinem Judicator-Tutorial. Mein Name ist Sebastian Wegener und ich werde euch einiges zum Levelbau erklären. Das hier, was ihr seht, ist das Standard-Level. Das wird automatisch geladen, wenn man Judicate startet, beziehungsweise wenn man eine neue Karte erstellt, wo man schon einige Vorstellungen eingenommen hat. Ich habe hier eine Midday-Karte geladen. Eine der Standardkarten. Okay, als erstes, wir haben wie gesagt vor, ein Level zu bauen. Deshalb werde ich euch einiges zeigen. Ich werde euch erklären, wie ihr mit Brushes erstellt, wie ihr mit Brushes arbeitet und wie ihr mit dem Content Browser Objekte erstellen könnt. Ich werde euch was von Terraner erzählen. Sounds wird auch ein Thema sein. Okay. Fangen wir an. Als erstes die Bewegung. Judicate besitzt sehr viele Möglichkeiten, sich über das Spielfeld zu bewegen. Eine ist zum Beispiel mit der linken Maustaste nach links, nach rechts und Maus nach hinten. Bewegt einen nach hinten, Maus nach vorne, nach vorne. Eine weitere ist, wenn man die linke Maustaste, rechte Maustaste gedrückt hält, dann kann man sich umsehen, nach links, nach oben, nach rechts und nach unten. Bewegt sich dabei aber nicht von der Stelle. Eine dritte Möglichkeit, die es gibt, wenn man beide Maustasten gedrückt und gedrückt hält, kann man sich zur Seite bewegen. Und nach oben und nach unten. Das ist jetzt, was man mit der Maus machen kann. Mit den Falltasten, mit WASD kann man sich ebenfalls bewegen. Und Q, E ist nach oben und Q ist nach unten. Also mit Q und E kann man sich noch nach oben und unten bewegen. Wenn man jetzt die rechte Maustaste gedrückt hält, und man sich mit WASD bewegt, ist das nach einiger Zeit Angewöhnungszeit, die man zu geben braucht, eigentlich ganz angenehm, sich zu bewegen. Nachdem man etwas gebaut hat, muss man in vielen häufigen Fällen Sachen wie zum Beispiel die Paths bilden, also die Wege, oder das Licht muss man neu bilden. Man kann Allbuild machen. Problem bei dieser ganzen Sache ist, das dauert sehr lange. Also Allbuild und Lightbuild dauert sehr lange, denn standardmäßig ist Use Light Mass eingestellt. Das heißt, wenn ich das jetzt ausstellen würde, wäre das hier komplett dunkel. Use Light Mass bewirkt, dass sich das Licht sozusagen reflektiert und dadurch auch Hintergründe beleuchtet werden. Ich werde das jetzt allerdings standardmäßig erstmal ausschalten. Das mache ich über Warp Properties. Und dann Light Mass, Use Global Illumination, schalte ich aus. Und jetzt Build All. Wie ihr sehen könnt, dauert es immer noch ein bisschen. Vor allem, da er gerade abgestürzt. Okay, doch nicht. Aber es dauert sehr, sehr wenigstens länger. Und jetzt seht ihr hier, ist das alles sehr dunkel. Am Ende, wenn man seine Map dann gebaut hat, schaltet man das dann wieder ein, macht dann einen Build-All-Vorgang mit Lightmaß und dann ist auch alles schön. Aber zum Modellieren ist das jetzt erstmal einfach wesentlich bequemer und wenn man größere Objekte hat, die dann halt mit Use Light Mass haben, das ist zum Beispiel auch, wenn ich was Neues erstelle mit den Brushes automatisch angeschaltet, dann wird das Ganze immer recht langsam, wenn man keinen super aktuellen PC hat. Meiner zum Beispiel auch nicht. Okay, gut, dann wollen wir doch mal anfangen.
Als erstes geht es bei mir jetzt um Terran. Terran ist, wie gesagt, ist Gelände. Und als erstes, wir haben hier diese Bodenplatte. Diese, und wie ihr seht, die kann man auch ganz einfach löschen. Aber was zu beobachten ist, und zwar, ihr seht ja hier diesen Kasten, wie wir sind. Wir dürfen nicht unter den kommen. Warum dürfen wir nicht unter den kommen? Ich zeige es euch einfach mal. Okay. Jetzt bin ich runter und voilà. Ich bin wieder hier oben. Okay. Klarer wird das, wenn ich jetzt innerhalb der War Properties den Default Game Tube vorläufig erstmal auf UDK Game oder UT Game oder eine andere Variante davon stelle. Dadurch bewirkt das bewirkt Folgendes. Ihr werdet es gleich sehen. Okay. Okay, ja, das hat geklappt. Das habe ich jetzt. Dieses UT-Game gibt mir einerseits eine Waffe in die Hand, andererseits gibt es mir solche Sachen wie Health, Armor, Ammo, eine gewisse Anzahl an Grundgeräuschen und Grundmechanismen. Und wenn ich jetzt unterhalb der Karte gelande, stirbt mein Charakter. Das heißt, alles, was wir bauen, muss oberhalb dieser Karte sein. So. Okay. Jetzt werde ich erstmal diese Kartensachen hier ablöschen, um dann mein Terran zu erstellen.